Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstefan natürlich mal wieder. Und die Saison ist zum Glück vorbei. Sagen wir, wie es ist. 1:4 am Schluss gegen Hartberg im letzten Spiel in der Meistergruppe. Alle Spiele in der Meistergruppe zu Hause verloren. Sechster Platz und damit eben letzter Platz innerhalb der Meistergruppe. Und ja, das auch noch mit Abstand jetzt so im Nachhinein. Und man muss schon sagen, man hat auch die Lustlosigkeit der Mannschaft größtenteils, nicht alle, aber größtenteils dann auch schon angemerkt, gerade im Verlauf der zweiten Halbzeit. Ja, und am Schluss eben steht ein doch auch schön blamables 1:4. Es war schon vorher wurscht, es ist jetzt eigentlich auch wurscht, aber klein bisschen ärgern tut es mich trotzdem, dass es dann doch so deutlich auch noch geworden ist. Gehen wir das Spiel kurz durch. Sturm eigentlich gut begonnen, so wie oft jetzt auch in den letzten Partien. Aber diese gute Phase, die hält halt immer nur so 10, 20 Minuten maximal. In dem Fall war es ein bisschen kürzer. Die ersten Minuten hat man gut gedrückt, hat die Hartberger ja doch angelaufen oder ist die Hartberger angelaufen. Ich fand es eigentlich okay. Man hat auch das 1:0 erzwungen, kann man nicht sagen. Aber man hat einen Fehler gut ausgenutzt, den der Hartberg-Goalie speziell da fabriziert hat. Fehlpass von René Svette, einer unserer Blackies spritzt da nochmal dazwischen. Dann kommt eben Jakob Janscher an die Kugel, macht da nochmal sein Hackerl und dann ja, rollt er den ins leere Tor. War gut gemacht. Und die frühe Führung für den SK Sturm, auch verdient zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, man war eigentlich gut in der Partie drin, ohne jetzt so ganz gefährlich zu werden, aber der ein oder andere Abschluss, der dann abgeblockt wurde, war da schon dabei und das war unterm Strich eigentlich ja ganz okay bis dahin. Dann so irgendwann, so nach etwas mehr als 20 Minuten, sind dann auch die Hartberger mal vors Tor gekommen. Die waren bis dahin auch eigentlich ungefährlich. Und ja, das war vielleicht auch der Knackpunkt so im Spiel. Da hat man schon gemerkt, nach dem ersten Gegentor war die Moral schon wieder... Hartberg auf jeden Fall bekommt einen Ball im 16er. Es gibt dann so ein Pressballduell zwischen... Wer war das? Zwischen Trummer und Gabichler, dem jungen Hartberger. Gabichler hat ein bisschen Glück, Trummer hat ein bisschen Pech. Kann passieren, klarerweise. Und Gabichler hebt den Ball dann über Trummer hinweg. Über Siebenhandl natürlich im Tor hinweg. Und Avlonit, das hätte den vor der Linie noch raushauen können. War ein bisschen unsicher. Ja, hat den da so angetipselt und der Ball geht halt auch noch ins Tor. Also für mich war es ein Eigentor. Es wurde, glaube ich, für den Hartberg-Stürmer gewertet. Ist auch egal, aber hätte mal nicht sein müssen, das 1:1. Bisschen später, ich glaube, das waren so 5 Minuten herum. Ja, Flanke über die rechte Seite von den Hartbergern. Ich glaube, Tobias Kainz und Tadic haut den Volley rein. Einfach mal da am zweiten Pfosten. Steht völlig frei. Hier Länder Stellung spielen. Naja, und auf jeden Fall war das eben dann die Führung für die Hartberger. Und von Sturm kam dann auch nichts mehr. Hartberg hatte dann das Momentum und macht dann auch noch den dritten Treffer. Diesmal war es auf jeden Fall Tobias Kainz mit der Vorlage, der mit der Flanke in den 16er und wieder ist Tadic frei und wieder haut er den Volley rein und das war eben dann das 3:1. Noch knapp vor der Pause, auch einfach dumm und man muss auch wirklich sagen, in welcher Liga auf der Welt außer in Österreich kann ein Tadic 17 Saisontore machen, wenn er so frei steht? In unserer. Also man hat es den Hartbergern auch leicht gemacht, muss man ehrlich sagen. Und ich muss auch sagen, vom Kopf her, der war ja dann weg, also jetzt als Zuschauer bei mir, im zweiten Durchgang. Zweite Hälfte hat man dann so ein bisschen rumgewechselt wieder, so wie üblich. Es hat jetzt nicht wirklich was am Spiel geändert. Also man war ja eher mehr in der Nähe des Hartberger 16ers als im eigenen bei Sturm. Aber es ist nichts rausgekommen und das ist eben so der Knackpunkt immer gewesen. Also auch zweite Hälfte, so richtig nennenswerte Torchancen gab es eigentlich nicht. Eine gab es doch, so in der Schlussphase war das dann schon, vom eingewechselten Wilfried Amoa. Also da muss man, wenn man irgendwas positiv rausnehmen möchte, dann muss man klar sagen, es haben Geierhofer und Trummer wieder gespielt, sehr gut. Der junge Krinzer kam rein, Dadan Shabanhajai wurde eingewechselt und Wilfried Amoa. Auch der. Und der hatte wirklich eine gute Aktion. Ich habe nicht genau im Kopf, wann sie war, so in der Endphase. Auf jeden Fall bekommt er rechts, auf der rechten Seite den Ball.
Ich glaube, das war sogar nach einer Ecke auf jeden Fall. Setzt er sich gut im Zweikampf gegen, glaube ich, 3 Gegenspieler insgesamt durch. Also beim ersten dribbelt er vorbei, beim zweiten gibt es einen Pressball, da hat er ein bisschen Glück, aber setzt sich gut durch. Und am dritten dribbelt er sich auch vorbei und dann kommt er sogar zum Abschluss. Hat gut ausgesehen, eine Aktion, die Lust auf mehr macht, aber leider kein Glück gehabt im Abschluss. Bisschen zu unplatziert, aber gute Aktion. Ja, und so ein bisschen im Gegenzug kann man nicht sagen, aber in Wirklichkeit, Sturm hat sich probiert, so ein bisschen am Hartberger 16er festzuklammern, hat alles nichts genützt, war unterm Strich ungefährlich, sagen wir ehrlich. Und ja, am Schluss kassiert man dann auch noch das 4. Tor nach einem Konter über die rechte Seite. Die Hereingabe wird dann am Schluss von Avlonidis auch nochmal ins eigene Tor reingekickt. Ja, da hat er Pech beim zweiten, beim ersten war es ein bisschen Unvermögen. Ja, und am Schluss steht ein 1:4 für Sturm zu Hause gegen Hartberg. Also da, klar, die Jungs, die waren unmotiviert. Gerade zweite Hälfte ist heiß gewesen, alles verständlich. Aber ja, dass man nicht so viel Ehre hat, dass man wenigstens Hartberg da noch ein bisschen Paroli bieten kann, ist schon traurig, meiner Ansicht nach. Also, von dem her, es ist überstanden, die Saison ist vorbei. Die nächste, jetzt unabhängig vom Tabellenplatz, die kann nur besser werden, aber nur, wenn es eben einen wirklich, ich sag mal, radikalen Umbruch auch gibt. Der muss jetzt durchgezogen werden. Gerade die Einwechslungen der vielen Jungen gegen Ende waren ein positives Signal, wie ich finde. Ja, aber trotzdem, da muss was passieren. Da müssen einige aussortiert werden, denn so wird das auch in der neuen Saison nichts, wenn der Kader in dieser Konstellation größtenteils zusammenbleibt. Also das ist mal meine Prognose. Und natürlich möchte auch ich, dass unser SK Sturm nicht nur sportlich erfolgreich ist, sondern auch spielerisch ein bisschen was Ansehnlicheres präsentiert. Deswegen die Saison einfach abhaken und halt hoffen und natürlich auch erwarten von Andrea Schicker und Co., dass in der neuen Saison da wirklich auch ein Umbruch, ein richtiger stattfindet. So, von dem her war es das dann aber auch schon wieder von mir. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Ihr schreibt mir natürlich wie immer in die Kommentare, was sagt ihr zu dieser Partie. Ich finde, unterm Strich war es eine Frechheit. Gut aber, dass die Jungen Einsatzzeit bekommen haben, das auf jeden Fall positiv. Und ja, wir sehen uns dann einfach eben beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.